Ja, da brauchen wir nicht lange diskutieren, glaube ich. Was, du hast Jens? Du spinnst wohl. Ja, ich glaube, das musst du sogar selber einsehen. Klar, der Maxi ist die größte Diva und größte Zicke, aber verpackt in so einem heterosexuellen Quarterback-Paket. Deshalb sieht das auf den ersten Blick nicht so aus. Alles klar. Schriller, schriller Jens natürlich. Ne? Würde erstmal jeder zusammengeschrien, der irgendwie links und rechts ihm in die Nähe kommt. Jeder Trainer wird zusammengeschrien, also ganz klar. Die Pflegerin noch dazu. Ja, und dann der Jubelschrei auch, ganz klar, der Jens. Den haben wir hier letztes Jahr alle live miterlebt. Den habe ich hier in dem Stallzelt noch gehört. Der Jubelschrei, das kann ich sagen. Ich bin ja hier einmal gekreiselt nach meinem Nuller, als hätte ich Olympia-Weltmeisterschaft alles auf einmal zusammengeholt. Let's Dance, du mit deiner steifen Hüfte, wie soll das werden? Du sagst nicht Jens? Was ist das für eine Frechheit? Ja, ich meine... Mach sofort die Musik an, wir machen hier sofort eine Context-Challenge. Deine Becken, da haut seine Becken ja gleich wieder raus, ne? Mit deinem Becken schon, oder was hast du mal? Mein Mambo-Tanz. Michael Jackson, Venus. So, jetzt du. Das führen wir dann mal was anderes mal auf. Das bedeutet nichts mehr. Er kann ganz gut, soll ich das gerade auf Video zeigen, oberkörperfrei an der Stange. Ja, ja, klar. Du, ja, wobei. Ich bin der schwule beste Freund. Ja, Ringman. Er probiert es auf jeden Fall. Die Follower nehmen zwar wöchentlich ab, aber er meint immer noch, er wäre der Ober. In Social Media Star. Du hast mich mal gefragt, wie ich zu so vielen Followern mache. Ja, das war einmal, weil du bei so einem Format da mitgemacht hast. Danach ging es aber rapide bergab. Ich verfolge das schon, ne? Was hast du jetzt? Ja klar. Nee, ich wollte und er ist schon im Ziel, wenn ich gerade über Sprung 1 noch nachdenke, wo ich langreiten will. Ja, aber zum Sprung Nummer 1 bist du immer verdammt schnell. Zum Sprung 1 packt er mal die Flügel aus, wird richtig gepumpt, dann denkt man, boah, jetzt kommt eine richtig rasante Runde und dann vielleicht doch noch einmal abwenden. Ne? Ich meine, da brauchen wir auch nicht diskutieren, was soll das sein, der Kanarienvogel hier neben mir? Also ich meine, Victoria's Secret High Fashion Model. Also ich meine, da bist du so weit weg wie die Sonne vom Mond. Ne? Hey, maximal mit den Schlappen, oder? Das wäre doch was. Soll ich mal anziehen, die Dinger da? Ne? Zieh mal an, aber du mit deinen Käslatschen. Außerdem hast du doch, du kleiner Schlumpf, hast du nur so 8. Ja, aber du mit deinen Einlagen, ne? Nicht schlecht, ne? Alter. Aber ich kann es wenigstens tragen, dann ging und das zu dir. Jetzt geben wir sein Outing bekannt. Ich kann es wenigstens tragen, ging das zu ihm, ne? Alter. Hört man jetzt noch High Fashion Mode, jetzt kommt noch die Candy. Dann geht's los. Jetzt geht's richtig voran. So, gut? So heute einmal Parcours ablaufen, oder? Also bei mir sieht es nach High Fashion aus und du siehst jetzt aus, als würdest du Mallorca. Ballermann unsicher machen oder was? Okay.